Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marion Tietke und ich möchte Sie für das Schauspiel Frankfurt und auch für die Kollegen, also unseres Kooperationspartners, nämlich den Forschungsverbund Normative Ordnungen an der Goethe-Universität. In dieser beiden Namen möchte ich Sie heute ganz herzlich begrüßen. Wir haben uns ja in dieser Spielzeit das Thema gestellt mit der Redenreihe Zukunft, aber wie? Und in jeder dieser sechsteiligen Veranstaltungen werden wir dieses Thema unter einer gewissen Perspektive bearbeiten. Und daher heißt die heutige Frage: Demokratie, was wird aus der Krise des Politischen? Dass dieses Thema höchst brisant ist, haben nicht nur die Entwicklungen der letzten Woche bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen gezeigt. Nein, es gibt auch viele andere Anzeichen, die uns deutlich machen, dass weite Teile der Bevölkerung ja sehr skeptisch auf die Entwicklung in Deutschland sehen und auch Befürchtungen und Angst um die Demokratie haben. Da gibt es einige in unserer Bevölkerung, die nicht mehr teilhaben an dem Wohlstand, der ja ein Stützpfeiler der Demokratie sein sollte. Da gibt es Entwicklungen, dass demokratische Prozesse wirtschaftlichen Interessen untergeordnet scheinen. Und da gibt es enge Verknüpfungen zwischen Politikern und Lobbyisten. Das alles sind Entwicklungen, die die Demokratie nicht gerade demokratisch erscheinen lassen. Daher sind wir heute besonders froh, einen Spezialisten zu haben, der schon per se als Philosoph an den Grundlagen arbeitet, nämlich in diesem Fall an den Grundlagen der Fragen zu Macht und Demokratie. Ich darf ganz herzlich Martin Saar heute begrüßen. Martin Saar ist Professor für Sozialphilosophie am Institut für Philosophie der Goethe-Universität. Er hat eine Dissertation geschrieben und in der sich besonders mit den Philosophen Nietzsche und Foucault beschäftigt und natürlich auch habilitiert, und zwar über die politische Theorie von Spinoza. 2013 erschien seine Monographie Die Immanenz der Macht, politische Theorie nach Spinoza. Er hat mehrere Vertretungsprofessuren in Bremen, Hamburg, Frankfurt und Berlin übernommen und dann 2014 erstmals einen Ruf angenommen als Professor für politische Theorie in Leipzig bis 2016 und 2017 folgte dann der Ruf nach Frankfurt. Er ist inzwischen einer der wichtigsten Philosophen, kann man so sagen, der sich beschäftigt mit der politischen Theorie der Gegenwart und der politischen Ideengeschichte. Er wird uns also zunächst einmal einen Vortrag halten, der 30 Minuten dauert, und dann sind Sie, meine Damen und Herren, wie immer gefragt. Das heißt, wie Sie schon gesehen haben, haben wir auch wieder, wer schon mal da war, weiß es, Tische im Wolkenfoyer und in der Panoramabar aufgebaut, an denen Sie im Anschluss an den Vortrag zu kleinen Gruppen Platz nehmen können. Dann können Sie das Gehörte diskutieren und Fragen aufwerfen. Es sind wiederum die Kolleginnen und Kollegen vom Schauspiel Frankfurt und auch vom Forschungsverbund Normative Ordnungen, die diese Fragen dann aufnehmen werden. Und nach 30 Minuten Diskussion unter dem Publikum kommen wir hier wieder zusammen und stellen alle Fragen auch zusammen so, dass wir sie clustern können und dann hier an die Wand werfen. Dann können Sie mitlesen. Und unser Gast Martin Saar wird diese Fragen, zwar nicht alle, aber doch viele davon, beantworten können. Und wir werden mit ihm diskutieren. Durch den Abend führt meine Kollegin, die Dramaturgin Ursula Tinnes. Und ich will ja zum Schluss nicht vergessen, auch noch zwei Partnern zu danken, die uns immer unterstützen. Das ist nämlich einerseits die Hieraeus Bildungsstiftung, die uns fördert, und es ist der Sender HR Info, der immer wieder auf unser Programm hinweist. Jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als uns einen spannenden Abend zu wünschen und zunächst einmal Martin Saar einen spannenden Vortrag. Vielen Dank. So, Frau Tietke, herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist mir eine Freude und eine Ehre, hier zu sein. Ich könnte jetzt ganz lang darüber reden, was es bedeutet, dass wir diesen Raum vielleicht bald nicht mehr bespielen. Und falls das Schauspiel Frankfurt nicht genau weiß, was sie mit dem Chagall machen soll, ich habe noch eine Wand frei. Aber
Wir haben ein ernstes Thema. Mein Vortrag Demokratie, was wird aus der Krise des Politischen, reagiert ja auf die Rahmenthematik der Reihe Zukunft, aber wie? Und diese Reihe stellt, wie immer im Schauspiel, große offene Fragen. Man könnte sogar sagen, die größte, die offenste Frage, denn was ist offener und was ist unbekannter als die Zukunft? Mein Thema ist fokussierter, ein bisschen weniger breit, ein bisschen enger, aber immer noch ziemlich breit. Und dass der Vortragstitel die Frageform hat, ist kein Zufall. Und ich werde Sie auch vielleicht damit jetzt vielleicht enttäuschen, dass ich Ihnen auch ganz sicher einen Vortrag halten werde, nur im Fragemodus. Das heißt, Antworten werde ich, glaube ich, heute Abend nicht liefern auf die Frage, was wird aus der Krise des Politischen? Aber ich möchte gerne mit Ihnen zusammen überlegen, was es heißt, diese Frage zu stellen und sie so zu stellen. Und die Frage nach der Demokratie und ihrer Offenheit oder ihrer Zukünftigkeit als eine Frage nach der Krise des Politischen zu verstehen. Und vielleicht folgen Sie mir darin, dass wir zumindest irgendwas ein bisschen besser verstanden haben, wenn wir diese Frage so stellen und nicht anders, auch wenn wir sie nicht beantworten können. Das klingt natürlich alles noch ziemlich allgemein, aber nur als Hinweis, mein Titel Demokratie, was wird aus der Krise des Politischen, gibt zumindest einige Hinweise. Es geht erstens um die Grundbegriffe Demokratie und das Politische. Zweitens stellen sich Fragen nach der Funktionalität oder dem Scheitern, aber auch nach der Enttäuschung. Das ruft das Wort Krise auf. Drittens geht es ganz sicher um Fragen von Zeit und Zeitlichkeit. Was wird aus oder was kommt nach, sind Fragen, die Zeitpunkte miteinander in Beziehung bringen. Und es geht natürlich auch um die Frage der Alternativen, der Optionen und der Handlungsmöglichkeiten. Und das ganz unbestimmte Was, was wird aus der Krise des Politischen, piekst genau in diese Richtung. Haben wir eine Vorstellung von dem, was kommen könnte nach der Demokratie oder was aus dieser Krise hervorgehen wird? Diese Probleme will ich mit Ihnen heute erst in Referatsform, dann später in der Diskussion bearbeiten. Und ich bin sicher, oder das ist zumindest mein Angebot an Sie, dass wenn wir in dieser Reihenfolge mit diesen Topoi dieses Problem bearbeiten, verstehen wir vielleicht etwas an der Demokratie, vielleicht sogar ein bisschen besser, denn wir verstehen, was es heißt, dass sie in der Krise ist. Und vielleicht verstehen wir sogar etwas davon, was sie noch sein könnte. Ich gehe in drei Schritten vor, die ungefähr dieser Logik folgen. Der erste Teil widmet sich der Diagnose, der Krise und der Kritik der gegenwärtigen Demokratie. Der zweite Teil widmet sich den Vorschlägen oder auch den Abgesängen und derzeitigen Verabschiedungen der Demokratie. Denn nichts ist zurzeit mehr en vogue, als ihr Goodbye zu sagen. Und drittens frage ich mich natürlich auch nach den möglichen Alternativen. Und dieser letzte Abschnitt, der der längste ist in meinem geschriebenen Text, trägt den Titel Demokratie, anders. Aber zum Ersten, Krise und Kritik der Demokratie. Und jetzt werde ich Ihnen mal ein paar Minuten lang überhaupt nichts Neues sagen, es sei denn, Sie lesen überhaupt keine Zeitung, schauen überhaupt kein Fernsehen und gehen nie ins Schauspiel Frankfurt. Der Eindruck einer inneren und einer äußeren Krise der Demokratie ist im Jahr 2020 so verbreitet, dass er eigentlich nicht mehr begründet werden muss. Die Erosion von Rechtsstaatlichkeit und liberalen Institutionen, die populistische Verunsicherung des repräsentativen Systems, die neuen Autoritarismen und die verschärften geopolitischen Verwerfungen unserer Zeit haben ja tiefe Spuren im politischen Selbstverständnis unserer Gesellschaften hinterlassen. Und wenn wir diese Woche Thüringen sagen, hätten wir vor 2 Wochen Trump gesagt, hätten vor 4 Wochen China gesagt und hätten vor 5 Wochen Putin gesagt. Es ist aber immer wieder ein neues Indiz, ein neues Symptom dafür, dass etwas an einer Welt, Gesellschafts- und politischen Ordnung, die wir kannten und die liberale Demokratie hieß, in Frage steht, in einer Weise, wie wir sie vielleicht, ich spreche für meine Generation,
noch nicht erlebt hatten. Diejenigen von Ihnen, die im deutschen Herbst dabei waren, hatten vielleicht schon mal eine ähnliche Phase eines dermaßen intensiven Krisenbewusstseins unserer Ordnung. Ich muss für meine Generation und meine Lebenszeit sagen, dass für mich das ein im negativen Sinn Höhepunkt ist. Zwei Varianten oder zwei Formen dieses Krisen- oder auch Dysfunktionalitätsbewusstseins oder dieses Eindrucks könnte man unterscheiden. Das erste bezieht sich darauf, dass viele zurzeit der Ansicht sind, dass das demokratische System oder die demokratischen Regime sehr viele gravierende, drängende politische Probleme nicht mehr adressieren kann. Die ökologische Krise, alle Dinge, die mit Globalisierung und verflochtener Weltwirtschaft zusammenhängen, die Konkurrenz um Arbeitsplätze, Steuern und Kapital, scheinen sich demokratischer Steuerung zu entziehen, weil sie Probleme eines Typs sind, auf die die alte schwerfällige Maschine repräsentativer Demokratien, meistens ja in nationalstaatlicher Form, nicht angemessen reagieren kann. Diese Krise ist eine, könnte man sagen, die von außen kommt. Die politischen Probleme sind so verfasst, dass die Problemlösungsstrategie, nämlich auf liberal-demokratischem Weg über Wahlen, über Repräsentanten, über rechtsstaatliches Agieren mit ihnen umzugehen, an eine Grenze oder an eine Grenze ihrer Funktionalität kommt. Das heißt, die Demokratie scheint zu scheitern, scheint manchmal sogar zu zerschellen an Problemen, die größer sind als alles, was sie je bewältigen konnte. Und die ökologische Krise ist vielleicht für uns in unserer Generation, in unserer Zeit die drängendste Form. Aber natürlich gibt es auch andere Problematiken. Und ich will hier auch den Coronavirus gar nicht an die Wand malen. Aber es gibt Problematiken, von denen man befürchtet, dass die liberale Demokratie mit ihren politischen Instrumenten überfordert ist in ihrer Bewältigung. Aber neben diesen eher äußeren, problemhaften Herausforderungen kennen wir, und auch das habe ich eben aufgerufen mit den entsprechenden Namen, andere Herausforderungen oder Problematiken, nämlich die, die man als interne Herausforderungen benennen könnte oder vielleicht sogar als mit dem Kunstwort endogene Dynamiken. Und das scheinen Probleme zu sein, die von der Demokratie selber hervorgebracht werden. Denken Sie an diejenigen demokratisch gewählten Regierungen, die danach illiberal oder minderheitenfeindlich agieren. Denken Sie an diejenigen Populisten, die nicht vor den Machtsitzen schreien und demonstrieren, sondern die sogar die Sitze der Macht demokratisch erobert haben und danach demokratische Politik machen, die aber tatsächlich nicht mehr alle Teile der Gesellschaft abholt, adressiert und gleich behandelt. Und man könnte sagen, hier gibt es demokratische Probleme von Repräsentanten, Repräsentantinnen, Populismus ist hier nur ein Wort unter vielen, die tatsächlich im Innern der Demokratie entstehen und die auch das demokratische System durch und durch nutzen. Fast nichts, was diese Personen und diese Parteien tun, ist illegal, sondern in einem gewissen Sinn demokratisch autorisiert sind sie alle, Putin und Trump eingeschlossen. Aber dieses Problem, dass wir demokratisch autorisierte, auch demokratisch zustande gekommene Politik erkennen können, von denen wir glauben, dass sie danach, wenn sie einmal installiert ist, selber gegen die Grundwerte der Liberalität und der Demokratie agieren, stellen die Demokratie vor ein ganz anderes Problem als ganz normale große Probleme. Denn das Problem, das sich in diesen Problematiken, in diesen Verwerfungen zeigt, ist ein hausgemachtes. Das sind die Probleme, die die Demokratie selber erschaffen hat. Man muss wahrscheinlich nicht so weit gehen wie einige unserer politischen Kommentatoren und schon aus Thüringen ein neues 33 zu machen. Aber die Idee, dass die Demokratie selber wenig Barrieren hat, demokratische Machtübernahmen, die danach umschlagen können in etwas anderes, diese Analogie ist zumindest bedenkenswert, obwohl sie sicher im gegenwärtigen historischen Zeitpunkt nicht trifft. Aber sie kann benennen, was ich diese Art innerer Herausforderung oder endogener Bedrohung oder Gefährdung der Demokratie nenne. Und man sollte beide nebeneinander stellen. Das heißt, man sollte die Krisenwahrnehmung von innen
und die einer inneren Erosion oder inneren Krise der Demokratie beide ernst nehmen, denn beide führen dazu, dass Vertrauen und Legitimitätserwartung erodieren. Denn wer nicht glaubt, dass dieses System die wirklich drängenden Probleme lösen kann, wird es nicht mehr vorbehaltlos unterstützen. Und wer glaubt, dass dieses System bestimmte Probleme selbst erst hervorbringt, wird selber versuchen, der Demokratie gegenüber eine begrenzende oder eindämmende Haltung einzunehmen. Worüber reden wir hier, wenn wir Demokratie sagen? Natürlich über real existierende, in den westlichen Ländern, liberal-demokratische Systeme. Und Sie alle kennen das Problem. Diese Systeme suggerieren, dass das Volk selbst regiert, aber in Wirklichkeit, im Alltag, in der politischen Realität, gibt es natürlich nur relativ niedrigschwellige, relativ sporadische Möglichkeiten wirklich tiefgreifender politischer Einflussnahme. Der Wahlakt, periodisch wiederkehrend auf den verschiedenen Ebenen, ist in einem gewissen Sinn der Höhepunkt unserer staatsbürgerlichen Aktivität. In diesem Moment suchen wir unsere Repräsentantin, autorisieren wir unsere Regierung und dann passiert natürlich viele Jahre wieder ganz wenig. Das heißt, die liberale Demokratie kennt natürlich Volksbeteiligung, Partizipation und auch Repräsentation, aber relativ niedrigschwellig. Und die Frustration, die entstehen kann, dass man nicht direkter, nicht machtvoller und durchgreifender mitregieren kann, ist in einem gewissen Sinn angemessen. Denn unsere Formen von Demokratie kennen vor allem diese eher vermittelten, eher mittelbaren, eher repräsentativen Formen der Einflussnahme und weniger das direkte Mitentscheiden. Obwohl natürlich jeder denken würde, Demokratie muss doch das sein, dass das Volk direkt mitentscheidet. Aber die Abstraktheit auch unserer formalen Entscheidungswege führt dazu, dass dieses System wie eines aussieht, das etwas verspricht, nämlich direkte Beteiligung und direkte Repräsentation, und es kaum einlösen kann. Und die beiden genannten Krisenwahrnehmungen, eine Überfordertheit der demokratischen Institutionen angesichts globaler und drängender politischer Probleme und die Problematik oder die Wahrnehmung, dass im Innern der Demokratie selbst Dynamiken entfesselt werden, die über die Demokratie hinaustreiben, verbunden mit dem Eindruck, dass ohnehin die einzelnen Bürgerinnen relativ wenig ausrichten, ergeben eine toxische Mischung. Und diese toxische Mischung heißt Krise der Demokratie, womit gemeint ist, dass die Bürgerinnen selber das Gefühl haben, dass dieses System entweder nicht funktioniert oder nicht ganz auf ihrer Seite steht. Zweiter Teil: Abgesänge und Verabschiedungen. Wenn es richtig ist, und ich habe mich selber, Sie merken es an meiner Rhetorik, gar nicht so festgelegt, ob diese Wahrnehmungen oder diese Eindrücke jetzt auch wirklich zutreffen. Aber wenn es richtig ist, dass diese Beschreibung, dass wir diese beiden Krisen, innen und außen, wahrnehmen und dass sie sich verbindet mit einem Unbehagen an zu wenig und zu intensiver Partizipation, wenn diese Beschreibungen etwas treffen, dann ist es tatsächlich eine Problematik, die die derzeitigen politischen Verfahren und Systeme nicht lösen können. Denn nicht jeder kann jetzt mit seinen Vorschlägen zum Zuge kommen. Und in der politischen und auch in der politikphilosophischen Debatte gibt es jetzt, wenn ich das richtig sehe, drei große Möglichkeiten oder Reaktionsweisen, die versuchen, diese Krisenbeschreibung irgendwie aufzunehmen und daraus eine Alternative oder zumindest eine offene Möglichkeit abzuleiten. Und die erste Variante kennen Sie alle und ich nenne sie die Strategie der Flucht nach vorne. Das wäre die Idee, dass das, was die Demokratie bisher verspricht, jetzt umso intensiver eingefordert werden müsste. Das heißt, das, was uns fehlt, intensive direkte Partizipation, direkt gefordert wird. Und die meisten Protagonistinnen oder Vertreter dieser Position fordern ganz folgerichtig, Sie kennen den Slogan, direkte Demokratie. Das heißt, die Kritik am
wenn man so will, ungenügenden der repräsentativen Organe und ihrer Verfahren führt dahin, dass wir vom System fordern, dass sie mehr Elemente direktdemokratischer Partizipation einräumt, dass gewissermaßen der Druck des Volkes auf der Straße sich direkt überführen lassen solle in Regierungshandeln oder direktes politisches Handeln. Und die Forderung nach mehr plebiszitären Elementen ist hier natürlich die verbreitetste Idee. Wenn Sie sich überlegen, in welchem Kontext diese Forderungen erhoben werden, ist es interessant festzustellen, dass die Forderung nach direkter Demokratie in einem gewissen Sinn weder eine besonders linke noch eine besonders rechte Forderung ist, obwohl, wenn ich das richtig wahrnehme, die rechte Forderung nach direktdemokratischer Partizipation zurzeit lautstärker ist. Ich erinnere mich an die ersten 4, 5, 6 Monate Pegida in Leipzig und in Dresden. Die Hauptforderung, bevor die Kritik am Islam und an der Migration so stark wurde, war die nach direkter Demokratie. Aber Sie alle kennen auch die Forderung nach direkter Demokratie von links. Die Beschreibung des Systems als das einer bürgerlichen Demokratie, das bestimmte Gesichtspunkte gar nicht erst zum Zuge kommen ließe, ist natürlich eine, die auch auf der anderen Seite des politischen Spektrums immer wieder erhoben wurde. Und damit die erste Reaktionsbildung: Wieso nicht mehr direktdemokratische Partizipation und damit dem System genau die Art von Dynamik und entfesselter Energie wiedergeben, die es scheinbar einzudämmen scheint? Die zweite Reaktion auf die Krisenwahrnehmung ist eine ganz, ganz andere. Und die liegt darin zu sagen, vielleicht war es falsch, dass wir uns so verstanden haben, dass in der Demokratie oder im demokratischen System das Volk selbst regiere. Und auch hier auf interessante Weise von links und von rechts dieselbe Bewegung, nämlich die Kritik an der angeblich mystifizierenden oder ideologischen Funktion des Demokratiebegriffs und die Idee, dass eine wirklich volksnahe, wirklich progressive Form von Politik ohne den Fetisch oder den Mythos oder die Fiktion der Volkssouveränität auskommen müsse. Wenn jemand von Ihnen vor 2,5 Wochen im MMK bei dem Symposium war über die Performing Society, haben Sie einen jungen Philosophen, Geoffroy de La Gannerie, gehört, der genau diese Position vertreten hat, der sagte, im Namen progressiver Politik müssen wir endlich aufhören, die ganze Zeit nur über Demokratie zu sprechen, weil mit dem Fetisch der Demokratie suggeriert man uns Beteiligungsmöglichkeiten, die ohnehin fast niemand hat. Was für ihn heißen sollte, die Orientierung an der Demokratie als Leitideal ist eine, die ablenkt von den wirklich drängenden Fragen von Gerechtigkeit und Macht. Und Demokratie ist hier nichts anderes als eine Nebelkerze der Eliten, die nicht wollen, dass man merkt, dass man eigentlich nichts zu sagen hat. Auch diese Reaktionsbildung ist verbreitet. Und man könnte sagen, der Frust an der Demokratie, der aus der Krisenwahrnehmung entsteht, überführt sich hier in eine Verabschiedungsgeste, weil Demokratie jetzt plötzlich gar nicht mehr aussieht wie das, was wir eigentlich wollten, und Politik sich deswegen an anderen Werten orientieren könnte. Und die eher konservative Variante übrigens dieser Forderung besteht darin, dass die Politik in erster Linie von Profis gemacht werden sollte und dass das demokratische Geräusch, das ringsum große politische Entscheidungen auch immer wieder mal gemacht wird, eigentlich das gute und glatte Funktionieren technokratischer und Expertensysteme verhindert. Und wenn Sie sich erinnern an die Debatten um Stuttgart 21, waren das ungefähr auch die Frontlinien und auch hier in ideologischer Hinsicht gar nicht so leicht einzuordnen. Die dritte Reaktion, die reagiert auf die Krisenwahrnehmung und die Wahrnehmung, dass die Demokratie entweder viele Probleme nicht lösen kann oder viele Probleme sogar erst selber schafft, besteht darin, daran zu erinnern, dass die liberale Demokratie neben Partizipation und Repräsentation, das heißt in erster Linie Wahlen und Parlamentarismus, noch sehr viele andere Elemente hat, von denen die Verfassungsordnung und die rechtlichen Regelungen vielleicht sogar die wichtigeren sind. Gerade in der bundesrepublikanischen Tradition mit ihrer starken Grundgesetzfixierung, ist ein böses Wort, das mir die
Juristen vielleicht nachsehen oder Grundgesetzfokussierung, ist dieses Argument beliebt. Die Idee, dass unsere Gesellschaftsordnung zwar immer wieder darin besteht, dass auf demokratischem Weg Entscheidungen in Zweifel gezogen, bestritten und revidiert werden können, dass aber sehr viele Dinge in der Grundordnung, vor allem der Verfassung, festgelegt sind und dass die Festlegung bestimmter Verfahrensregeln sehr viele Dinge nicht mehr zur Disposition stellt. Und auch hier reagiert auf die Krisenwahrnehmung des politischen Systems der Hinweis darauf, dass es die Demokratie begrenzende Elemente gibt, die vielleicht sogar dazu führen, dass man bestimmte Probleme, die die Demokratie erst erzeugt, und Uneinigkeit und konfuse Parteien sind vielleicht hier das Wichtigste, gar nicht mehr so ernst nehmen muss. Das sind drei Reaktionsweisen auf eine Krise. Lassen Sie mich noch mal kurz wiederholen. Die erste intensiviert oder radikalisiert in einem gewissen Sinn das Populare oder Demokratische in Richtung der Plebiszite und Volksentscheidet und fordert das ein, was angeblich im liberaldemokratischen System verloren gegangen ist. Die zweite Variante liefert in einem gewissen Sinn die ideologiekritische Hinterfragung des Demokratiebegriffs selber und versucht uns auszurichten auf andere Leitwerte und stuft den Demokratiebegriff zurück an eine vielleicht zweit- oder drittrangige Stelle. Die dritte, eher juridifizierende oder konstitutionalisierende Variante, betont die Stabilität und die Härte des Rechts gegenüber der Dynamik, aber auch der in diesem Sinn Unruhe demokratischer und elektoraler Prozesse. Wir könnten also sagen, dass es drei übliche Weisen gibt, auf die Krise der Demokratie zu reagieren, und alle drei verändern in einem gewissermaßen die Beschreibung dessen, worum es in der Politik eigentlich geht. Und alle drei depotenzieren oder schwächen das demokratische Potenzial demokratischer Gesellschaften, weil sie eben davon ausgehen, dass die Demokratie in dieser Perspektive weniger Teil der Lösung als des Problems ist. Drittens, Demokratie anders. Diese drei Reaktionsweisen auf die beschriebene Krise oder das Krisenbewusstsein der Demokratie sind grundsätzlich. Denn wenn man ihnen folgt, bleibt es ein Fehler, im derzeitigen System, wie wir es kennen, in repräsentativer Form zu verbleiben. Aber interessanterweise haben sich die bisher genannten Argumente auf zwei verschiedenen Ebenen abgespielt und man könnte sie unterscheiden. Und meine Rede vom Politischen und nicht von der Politik im Titel des Vortrags soll Ihnen einen Hinweis geben. Man könnte sagen, dass bestimmte Probleme auf der manifesten Ebene des politischen Systems, politischer Akteure und des politischen Handelns passieren. Bestimmte Probleme sind nicht leicht zu adressieren oder nicht zu lösen. Auf einer zweiten Ebene, diese könnte man das Politische im Unterschied zur Politik nennen, reden wir davon, was eigentlich politisches Handeln sein soll, ausmacht und ermöglicht. Und vielleicht könnte man auch kurz darüber nachdenken, dass Demokratie nicht nur der Name dafür ist, wie wir Politik machen, sondern auch ein Name dafür, was wir glauben, was Politik eigentlich ist oder was Politik ermöglicht. Wenn man so spricht, kommt man als Philosoph auf die Idee, ganz abstrakt zu werden, denn dann reden wir plötzlich über so Dinge wie, es gibt etwas, was die Bedingungen oder die Form des Politischen ist. Und wenn Sie mich fragen, was ich glaube, was ist die Bedingung von Politik oder das Politische, das dazu führt, dass wir überhaupt Politik jetzt im konkreten Sinne brauchen, dann schlage ich Ihnen eine vielleicht ein bisschen trivial klingende Formel vor.
Demokratie oder Politik wird da notwendig, wo verschiedene etwas zusammentun müssen, weil sie einen Raum teilen. Das klingt einfach, ist aber folgenreich. Denn das bedeutet, dass wir weder Politik noch Demokratie da brauchen, wo alle ohnehin schon gleich sind, sondern politische Probleme, Probleme, die demokratische Lösungen erfordern, entstehen dort, wo es unterschiedliche, differente Gesichtspunkte, Interessen, Identitäten, Subjektivitäten, Gemütslagen gibt und trotzdem ein Raum definiert ist oder wahrgenommen wird, der einer ist, in dem wir mit den anderen agieren oder etwas tun. Wenn man so darüber denkt, wird es vielleicht ein bisschen klarer, wieso die Frage nach der Demokratie nicht nur die Frage von Wahlverfahren, nicht nur die Frage von Rechten oder von Status ist, sondern dass die Frage nach der Demokratie als einer Form des Politischen oder einer Form der Politik grundlegender ist. Denn wo Verschiedenheit in einem Kontext auftritt, in dem dieses Verschiedene gewissermaßen aneinander stößt, koexistiert, gibt es Bedarf an politischen Lösungen, die zum Beispiel in der Form demokratischer Politik zum Ausdruck kommen können. Und auch das, ich sehe es an Ihren Gesichtern, klingt immer noch sehr, sehr abstrakt und sehr weit weg von dem, was wir bisher als die konkrete Ebene konkreter Probleme des demokratischen oder repräsentativen Systems gesehen haben. Aber lassen Sie mich ganz kurz an drei Punkten kurz ausführen, was es heißen könnte, dass man über die Demokratie nicht nur nachdenkt als ein System, das manchmal die Problemlösungen, die es verspricht, nicht liefert und das manchmal die Art von Partizipation und Inklusion, die es verspricht, nicht erfüllen oder einhalten kann. Wenn man anders darüber denkt und die Demokratie als eine Form des Politischen beschreibt, die ganz grundsätzlich immer dann nötig wird, wenn Verschiedenheit in einem Raum des Geteilten oder des Gemeinsamen adressiert, dann erwartet man von der Demokratie vielleicht einerseits weniger, nämlich weniger Problemlösungen, aber andererseits mehr, nämlich dass sie damit leben kann, damit auskommen kann, dass nicht alle Menschen in jeder Hinsicht schon ganz gleich sind und dass sie trotzdem miteinander handeln können. Drei Punkte, ich nenne sie jetzt, damit sie nicht durcheinander kommen, A, B und C. A, in dieser Perspektive, die Demokratie nicht als Regierungsform beschrieben, sondern als Form des Politischen, bedeutet, dass die Frage, wer das Volk der Demokratie, das heißt der Herrschaft des Volkes ist, gar nicht so bestimmt, gar nicht so definiert und gar nicht so selbstverständlich ist. Historisch gesehen waren die Völker, die sich selber regiert haben, die Nationalstaaten oder bestimmte Gesellschaften auf bestimmten Territorien. Wer sagt, dass Demokratie dort auftritt, wo Verschiedenes aneinander grenzt und sich in einem geteilten Raum miteinander auszukommen versucht? Wer so redet, weiß, dass es wahrscheinlich auch andere Subjekte von Demokratie geben kann, als die, die die Völker von Nationalstaaten sind. Wer so darüber redet, kann damit leben, dass sich demokratische Probleme dort stellen, wo es sich nicht von selbst versteht, wer das Volk ist, auch wenn ein Teil des Volkes es immer besonders lautstark behaupten wird. Das Wort selbst im Wort Selbstregierung, vielleicht die beste Übersetzung ins Deutsche des Wortes Demokratie, ist nicht fixes, ein bestimmtes Selbst, sondern es ist ein Produkt, ein Ergebnis von Akten der Selbstregierung selber. Und wenn man so redet, kommt man auf ein ziemlich beunruhigendes Ergebnis, von dem ich aber glaube, dass es ein gutes Ergebnis ist. Das Volk der Demokratie ist unbestimmt und unterbestimmt
Und man könnte sagen, was sich hier stellt als Frage, ist die nach dem offenen Wer der Demokratie. Wer herrscht? Das Volk. Wer ist das Volk? Wir wissen es nicht. Wir geben immer nur spezifische, historisch, empirisch gültige, für einen bestimmten Kontext gültige Antworten. Über Demokratie reden heißt aber auch offen lassen, ob diese Instanz, dieses Subjekt der Politik das Einzelne, das Einzige oder das Letzte ist. B. Wer nach der Instanz oder dem Subjekt der Demokratie nach dem Ort der Demokratie fragt, erhält auch üblicherweise die eine klassische Antwort, das Volk des Nationalstaats, das heißt das Volk, das in demjenigen Territorium lebt, in dem gemeinsam, das heißt ja hier, demokratisch entschieden wird. Aber nicht nur die drängenden globalen Probleme machen nicht an den Nationalstaatsgrenzen Halt, auch die Frage generell, wo ein Problem anfängt und ein anderes beginnt und wer zuständig ist für Probleme, die er selber verursacht hat, auch wenn sie nicht in dem Territorium stattfinden, in dem er selber angeblich mitregiert, sind hier die einschlägigen Fragen. Wer glaubt, dass die Demokratie nicht nur ein Regime in einem bestimmten Ort mit einer bestimmten Instanz ist, sondern grundsätzlich die Frage, die sich stellt, wenn Verschiedenes aufeinander trifft und sich in einem geteilten Raum artikuliert, der kann mit dem Gedanken leben, dass wir auch manchmal nicht genau wissen, wo und mit welchen Grenzen die Demokratie eigentlich liegt. Das heißt, ein zweites Prinzip stellt sich hier als Frage und auch sie ist unterbestimmt. Es ist die nach dem Wo der Demokratie. C. Auch aus dieser Perspektive, die Demokratie gar nicht versteht als definiertes Set an Verfahren, Regeln, Rechten und bestimmten systemischen Mechanismen, sondern eher als grundsätzliche Frage nach dem Aushalten können von Verschiedenheit in einem geteilten Raum, legt nahe, sich auch nochmal zu fragen, was eigentlich die genauen Prozeduren der Demokratie selber sind. Und wenn wir uns fragen, sind es das Mehrheitsprinzip, sind es bestimmte Gremien und Repräsentationsverfahren, ist dies wahrscheinlich alles richtig und wahrscheinlich sind unsere Wahlordnungen und sind unsere Verfassungen die Reservoire und auch die Dokumente, die uns unsere Form der Demokratie und ihre Entscheidungsformen kodifizieren, das heißt feststellen. Wenn man die Demokratie so versteht, dass sie erstmal nichts anderes ist als dasjenige, was entsteht, wenn Verschiedenes interagieren und sich auf gemeinsame Formen einigen muss, werden die Formen der Demokratie nicht vorgefunden, sondern müssen immer neu erfunden werden. Das heißt auch, dass wie der Demokratie, in welchen Weisen wir partizipieren, in welcher Form wir repräsentieren, und was es für das Volk bedeutet, mitzuregieren, ist von der Demokratie selber nie schon vollständig bestimmt, weil sie es jeweils immer neu mitbestimmen und herstellen muss. Aber damit habe ich Ihnen fast nichts gegeben, denn ich habe Ihnen auch mit diesem letzten Punkt nur ein weiteres Mal gezeigt, oder? Vorgeschlagen, dass die Demokratie gar nichts ganz Bestimmtes ist, noch nicht mal in ihrer Form, noch nicht mal in ihren Prozeduren. Und damit bleibt auch das Wie der Demokratie unterbestimmt. Das Unterbestimmte kann man verhandeln. Über das, was noch nicht ganz bestimmt ist, kann man streiten. Deswegen wird es Sie nicht wundern, wenn ich Ihnen am Schluss vorschlage, dass das, worüber wir hier streiten, nicht das Funktionieren können oder das an die Grenzen kommen der Demokratie ist, sondern dass das selber das Wesen der Demokratie ist, dass wir über sie streiten, dass wir ihre Form neu bestimmen, dass wir ihre Subjekte in Zweifel ziehen und sogar, dass wir ihre Orte oder ihre Begrenztheiten
neu denken müssen. Heißt das, apropos, dass aus der Demokratie die Forderung nach den ganz offenen Grenzen folgt? Wahrscheinlich nicht ganz direkt. Aber wahrscheinlich folgt daraus, dass die Demokratie selber auch auf die Gegebenheit, die angeblich historische Gegebenheiten von Grenzen, demokratisch, das heißt, offen reflektieren muss. Und es könnte sein, dass die demokratische Kritik an den Grenzen, wie wir sie kennen, Teil des Ethos, der Aufgabe und der Herausforderung der Demokratie nicht nur von heute, sondern auf jeden Fall von morgen sein wird. Daher habe ich vielleicht etwas verteidigt gegenüber Kritiken, die aus dem Scheitern oder dem Nichtfunktionieren der demokratischen Ordnung ableiten, dass man sie entweder plebiszitär verschärfen oder verabschieden müsste. Das heißt, die Demokratie ist bei mir, für mich, heute Abend eine unterbestimmte, eine offene, eine streitbare Ordnung, die ihr Subjekt, ihren Ort und ihre Verfahren jeweils neu festlegen muss und selber wieder zur Disposition stellt. Und dies ist natürlich nur eine Form, den Begriff, das Wort und die Sache der Demokratie zu benennen. Aber es scheint mir eine zu sein, die man heute gegen die Reformen, Kritiken, Abgesänge und Verabschiedungen verteidigen kann. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, auch ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Ursula Tinnes. Ab jetzt werde ich ein bisschen durch den Abend weiterführen. Marion Tietke hat es schon eingangs gesagt, wie unser Ablauf sein wird. Viele von Ihnen kennen auch das Denkraumformat. Für Sie heißt es jetzt diesen anregenden Vortrag von Martin Saar. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich auch für diesen starken Impuls, den Sie uns gegeben haben, bedanken, weiterzutragen in das Foyer und in die Panoramabar, sich dort an die Tische zu verteilen. Auf den Tischen finden Sie Stifte und Notizpapier und Sie werden auch einen Gastgeber finden. Das sind unsere Hosts, die ein Tablet dabei haben, mit dem ihre Gespräche dann wieder zurückgespielt werden können hier ins Plenum. Sie haben 30 Minuten Zeit. Nach, sagen wir mal, 20 Minuten werde ich mit diesem Glöckchen an Ihren Tischen vorbeigehen. Das ist das Signal, dass Sie quasi Ihre Fragen formulieren müssen, sonst können wir sie dann hier nicht mehr verarbeiten, weil im Anschluss an diese 30 Minuten werden mein Kollege Alexander Leifheit, Marion Tietke und ich versuchen aus Ihren ganzen Impulsen, die dann hier eingegangen sind, solche Themencluster zu bilden, damit wir das wieder zurückspielen können und diskutieren können mit Martin Saar. Also dieses Prozedere ist, würde ich sagen, erstmal ein sehr demokratisches. Wir haben uns das hier vor 2,5 Jahren ausgedacht, sind über die vielen Denkräume, die wir hier gemacht haben, auch sehr überzeugt von diesem Format, weil unsere Erfahrung gezeigt hat, die Gespräche gehen wirklich sofort los, wenn sie sich an den Tischen eingefunden haben. Sollte das ausnahmsweise mal nicht so richtig ins Rollen kommen, haben Ihre Gastgeber an den Tischen auch noch verschiedene Thesen und Fragen, die wir vorformuliert haben, dabei zur Hand, mit denen Sie denn die Diskussion befeuern können. Unsere Erfahrung ist eigentlich, dass wir das fast nie brauchen und man dann eher aus Interesse noch schaut, was steht denn da auch noch drauf. So, ich wünsche Ihnen anregende Gespräche. Wir sehen uns in circa 30 Minuten dann wieder hier im Raum. Vielen Dank. Sie mussten jetzt ein bisschen länger warten, als Sie das normalerweise hier bei uns tun müssen. Herr Saar, wenn Sie möchten, können Sie auch gerne diesen vorderen Stuhl nehmen, weil ich glaube, ich muss ohnehin ein bisschen hin und her laufen. Ich werde dann auch versuchen, Ihnen möglichst nicht im Bild zu stehen. Es war wirklich interessant, heute zu beobachten, dass ich sie fast nicht von den Tischen wegbekommen habe. Das ist immer ein bisschen schwer und immer ein rabiater Vorgang, wenn man die Gespräche abschneiden muss. Aber ich glaube, man spürt daran auch, wie brennend diese Fragen für viele von uns sind, wie in unserer Runde ganz offensichtlich für fast alle.
Was ich auch gemerkt habe, und das hat uns jetzt wirklich vor riesige Herausforderungen gestellt, ist, dass das, was wir sonst manchmal im Denkraum haben, dass wir sehr kurze und knackige Thesen oder Fragen bekommen, die wir dann relativ schnell auch hier überblicken können, dass wir das heute nicht haben, sondern dass wir sehr lange Fragen und Thesen haben. Und wir möchten aber natürlich diesen Fragen auch gerecht werden. Deshalb haben wir uns jetzt ein bisschen mehr Zeit genommen, auch diese Post-its erst einmal wahrzunehmen. Wir haben im Prinzip drei Kapitel, die werden wir, oder drei Themenblöcke, vier Themenblöcke. Dann muss ich mir gleich noch holen, wie der vierte heißt. Gut, sehr gut. Wir haben am Anfang Grenzen und Regeln. Dann folgt, was Sie jetzt noch nicht sehen können, Kritik. Dann gibt es Alternativen und der letzte ist Akteure. Und wir würden mit dem ersten Block links, Alexander, beginnen, und zwar auch gleich mit diesen ersten beiden Post-its, die hier oben zu sehen sind. Die würde ich gleich auch jetzt einmal zusammen vorlesen, damit auch alle wissen, was auf den Zetteln, die man hinten vielleicht nicht mehr gut lesen kann, steht. Und Martin Saar wird uns eine kurze Antwort darauf geben oder auf jeden Fall diese Fragen aufnehmen. Wie schützt man Demokratie vor innerer Aushöhlung? Akteure oder Institutionen, neue Orte oder neue Diskurse oder ein neues System? Was ist dafür notwendig? Und die zweite Frage, was kann Demokratie bzw. der Rechtsstaat gegen demokratisch legitimierte Feinde, das hatten Sie im Vortrag ja angesprochen, gegen demokratisch legitimierte Feinde der Demokratie tun, ohne undemokratisch zu sein? Ich glaube, das ist ja ein bisschen ein ähnliches Spannungsfeld. Ich würde denken, dass das, was die Personen, die das formuliert haben, gemacht haben, war ja nur noch mal darauf hinzuweisen, dass das, was bei mir vorkam, aber dann auch irgendwann wieder weg war, realpolitisch ein enormes Problem ist. Wenn man diese Diagnose, das tauchte ganz am Anfang mal auf mit der inneren Gefährdung der Demokratie ernst nimmt, dass die Demokratie selber ein Institutionengefüge, aber auch ein Lebensgefüge, Wertegefüge ist, das selber in Gefahr steht, missbräuchlich benutzt zu werden, dann stellen sich genau diese Fragen, ob es genug Reservoire an Abwehr oder Gegenwehr oder Verteidigung überhaupt gibt und ob es nicht dafür andere institutionelle Mechanismen oder aber Mittel braucht. Was könnte denn diese Abwehr zum Beispiel sein? Oder worauf, also im Moment habe ich das Gefühl, alle setzen auf die Verfassungs- und die Rechtsstaatlichkeit, also dass der Rechtsstaat eigentlich ein bisschen wie die letzte Hoffnung ist. Also man müsste jetzt wahrscheinlich ein bisschen empirisch argumentieren, weil da ist jetzt auch die Frage, die für die USA gilt, eine andere als die für Ungarn gilt zum Beispiel und auch eine andere als die für Thüringen gilt. Aber grundsätzlich ist das die Richtung, dass wir sagen würden, wir müssen beginnen zu verstehen, und es hängt auch ein bisschen mit einer Frage, die hier rechts kommt, zusammen, dass sich die eher populare, plebiszitäre der Seite der Demokratie nur sinnvoll denken lässt in Kombination mit anderen, eher gewaltenteilungsmäßigen, eher rechtsstaatlich organisierten Elementen verstehen lässt. Und vielleicht habe ich es gar nicht so richtig deutlich gesagt, aber dahinter steckt natürlich auch eine Verteidigung eines politischen Systems, wie wir es kennen. Nämlich eine Mischung aus Wahl, das heißt elektorale Entscheidung mit manchmal sogar plebiszitären Elementen. Deutschland hat das, weniger als die Schweiz, aber wir kennen es. Aber relativ stark, wenn man so will, eingehegte und damit stabilisierende Elemente. Und ich finde, wenn man das so denkt, dann ist klar, dass diese Flanke zwar da ist, aber sie ist nicht ganz offen und übrigens auch in den USA nicht. Das wäre eine völlige Fehlbeschreibung des Trump-Phänomens. Wir hatten schon ganz andere Präsidenten und könnte man auch über Nixon und über Reagan nochmal reden. Es ist jetzt nicht so, dass die Übernahme der Demokratie durch die Demokratiefeinde leicht oder gar besonders leicht nachhaltig sein könnte, sondern da kann alle paar Jahre wieder alles ganz anders aussehen. Und auch darauf kann man vertrauen. Also es gibt eine innere dynamisierende Kraft demokratischer Institutionen, auf die zu vertrauen
einfach nur sinnvoll und realistisch ist. Es gibt aber auch, und das ist auch ein implizites Plädoyer meines Vortrags gewesen, tatsächlich hier eine Verteidigung rechtsstaatlicher Begrenzung, sagen wir mal demokratischer Überschreibung der Grundsatzprobleme. Und deswegen ist die Antwort nur darauf, starke demokratische Institutionen behalten und verteidigen. Und da wird auch der Begriff der Gewaltenteilung eine relativ große Rolle spielen. Also das Verteidigen von Medien, die weiterhin in der Lage sind, jedes Regierungshandeln zu kritisieren, auch da, wo das für die Regierenden unbequem wird, ist tatsächlich eine direkte Forderung daraus. Und auch das könnte eine Lektion sein aus dem Fall Ungarn, sagen wir mal, oder Orbán. Und dann muss man noch ein bisschen drüber nachdenken, was genau auch die öffentlich-rechtlichen Medien im deutschen System sozusagen für Begrenzungen und für Einflussnahmen in sich tragen. Aber ungefähr sowas folgt daraus, dass wir beides wollen. Wir wollen einen Dynamismus gewissermaßen des Volkswillens und gleichzeitig eine Begrenzung der Durchgreifungskraft von einer Seite. Und für mich läuft ehrlich gesagt alles auf diesen Topos zu. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz deutlich gesagt habe, habe ich selber beim Vortragen auch gemerkt, dass wir darüber reden müssen, Gewaltenteilung ist dafür ein irgendwie viel zu abgegriffenes Wort, aber dass wir Machtbalancen brauchen, dass das, was unsere Demokratie in erster Linie bedroht, Machtverklumpungen, Machtverballungen sind. Und wenn die Medien mit der Wirtschaft und dann sogar noch mit dem politischen System so verwachsen sind, dass es hier keine Resistenz oder Widerstandskräfte mehr gibt, dann beginnen die Probleme. Das ist das, was Colin Crouch als Postdemokratie bezeichnet hat. Und ich würde sagen, diese Gefahr besteht immer. Das heißt, wir müssen relativ viele Akteure dazu ermächtigen, sich von den anderen Akteuren fernhalten zu können. Und das heißt aber auch so viel wie Mediensysteme dazu befähigen, nicht nach allen Regeln des Marktes spielen zu müssen. Daraus folgt eine relativ straightforward Verteidigung des öffentlich-rechtlichen Systems und eine relativ klare Verteidigung von presserechtlichen, pressefreiheitsmäßigen Regeln gegenüber politischer Einflussnahme, auch wo das manchmal den Regierenden oder den Parteien wehtut. Und das ist jetzt für mich eher so ein Beispiel dafür, ist gar nicht so die große Lösung, aber dass wir versuchen zu verstehen, dass Macht grundsätzlich in unseren Gesellschaftstypen dazu tendiert, sich zu verbinden und anzuhäufen und dass Demokratie auch eine Kunst der Scheidung und der Unterteilung ist. Das ist ja ein klassisches Phänomen, dass wenn man Macht hat, man gerne auch noch mehr Macht hat und sich diese Macht dann auch zu häufen droht. Und es gibt ja vielleicht manchmal sogar eine Sinnhaftigkeit dabei, aber das hat eine Grenze, wie ist die zu definieren. Es gibt hier weiter unten, Alexander, wenn wir ein bisschen hochfahren können, in der ersten Spalte also zwei Post-its eigentlich, die vielleicht in diese Richtung gehen. Das eine ist, wie soll das Machtgefälle geregelt werden und wie radikal darf Demokratie sein. Das wäre für mich so ein Anknüpfungspunkt an das, was Sie eben beschrieben haben, weil das ja eine klare Forderung ist, auch eine direkte Demokratie zu stärken, ohne eine repräsentative dabei gleich aufzugeben. Und die Frage nach der Radikalität finde ich dann durchaus interessant, denn wir diskutieren ja an diesen Stellen von direkter Demokratie auch immer sehr schnell das Ende der Demokratie. Das ist richtig. Und oben rechts hat jemand geschrieben, Kritik, Ausrufezeichen, ja. Hier wird das Demokratische und die Repräsentation viel zu stark gegeneinander ausgespielt. Mhm. Hier oben links. Und das ist richtig, ja, touché. Der Vortrag hatte an einer Stelle so die Idee, der Sprung in die Forderung nach mehr direkter Demokratie oder nach dem Plebiszitären ist selber nichts anderes als sozusagen ein Aufgeben gegenüber den real existierenden Problemen. Und das ist richtig. Das war so ein bisschen, glaube ich, eine dramaturgische Schwäche, die der Vortrag hatte. Am Ende des Tages würde ich ja sagen, mein Plädoyer ist eins dafür, diese Elemente in ein, ich sage jetzt nicht gesundes, aber in ein kluges Verhältnis zu setzen. Also wir müssen, glaube ich, verstehen, dass demokratische Institutionen beides brauchen, also die Energien des popularen und auch ungebändigten Impulses aller, die hier mitsprechen wollen und Einfluss nehmen wollen
und eine Art von Regulierung oder Bändigung dieser Energien in einer Form von Repräsentation, die nicht selber diese Energien selber wieder abschneidet. Und das klingt jetzt so ein bisschen harmlos, aber das ist, glaube ich, eine enorm anspruchsvolle Programmatik, jetzt eher für das politische System, nicht für die Leute, die darüber reden. Ich glaube auch, es klingt nicht harmlos, sondern anspruchsvoll, ja. Weil die Frage, die hier auch aus dem Auditorium gestellt wurde, wie erreicht man das, ist natürlich dieses Ausbalancieren dieser unterschiedlichen Kräfte eine wirkliche Herausforderung für eine Gesellschaft. Gibt es aus Ihrer Perspektive, die ja auch eine, die erstmal eine philosophische ist, aber gibt es etwas, was Sie Politik mitgeben würden, um dieses Spiel der Balancen auch gut spielen zu können und klug spielen zu können? Da kommt ja jetzt das Willy Brandt, der Willy Brandt-Topos, ja? Dass mehr Demokratie wagen auch erstmal heißt, damit umzugehen, was ich am Ende diese komische Ortlosigkeit oder die Unterbestimmtheit des Orts der Demokratie genannt habe. Ich glaube, wir sollten damit leben lernen, dass wir nicht nur die ganz klassischen Formen der Repräsentation haben, brauchen und bedienen, sondern dass es andere geben kann. Das heißt so viel wie, natürlich brauchen wir Parteien, aber wir brauchen auch Bürgerbeteiligung. Wir brauchen lokale Formen von Partizipation und Deliberation, was nur so viel heißt wie, für jeden spezifischen Fall politischer Probleme gibt es unterschiedliche Foren der Meinungsbildung und der Entscheidungsvorbereitung. Das heißt nicht, dass man skeptisch oder kritisch ist gegenüber dem Parlamentarismus, aber man gibt zu, dass der Parlamentarismus nicht alles ist. Man weiß, dass die politisch gewählten Repräsentanten, die Politikprofis, sehr viel machen können, aber dass sie nur vernünftig und legitimiert handeln können, wenn es um sie herum einen Hof an anderen meinungsbildenden und entscheidungsvorbereitenden Foren gibt. Das heißt, da folgt so ein bisschen was draus wie eine, sagen wir mal, aktive Demokratie. Irgendjemand fragt hier nach Wahlpflicht und die Antwort ist irgendwie wahrscheinlich keine Wahlpflicht, aber so viel Anreizung, so viel Anreize wie möglich für Partizipation. Heißt das, dass man vielleicht freigestellt wird für die Mitarbeit in bestimmten Gremien? Heißt das, dass das Ehrenamt wahrscheinlich noch viel stärker honoriert und in einem gewissen Sinn auch sozusagen vergütet werden muss? Wahrscheinlich ja. Heißt das so viel, wie dass Politik für viele Leute auch was ist, was man sich leisten können muss, es auch zu machen neben der Erwerbsarbeit? Irgendwie ja. Heißt das, dass die Betriebe darauf reagieren müssen, dass es eine Art von irgendwie Aufrufung zur Selbstorganisation gibt? Ja. Heißt das, dass die Wirtschaft noch ein bisschen stärker politisiert gehörte? Ja. Was das jetzt genau institutionell heißt und wer das umsetzt, ist nochmal eine andere Frage. Aber ungefähr das wäre, wenn ich es richtig sehe, die Tendenz dieses Vorschlags, der ja nur sagt, die Demokratie mal wegdenken von nur dem Herzstück der bisherigen repräsentativen Organisationen und Institutionen und sie auch so ein bisschen sozialer denken, was auch irgendwie, auch das haben wir mal in einem anderen Kontext hier im Raum übrigens diskutiert, eine Erbschaft von 68 ist, dass Politik nicht nur im Parlament stattfindet, sondern auch in den anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und da gehört sie genauso hin, wie die Formel vom Demokratiewagen auch suggeriert. Ich würde jetzt ganz gerne auf unsere letzte Spalte gehen, weil wir jetzt eigentlich schon über Akteure gesprochen haben und das ist ein Cluster, was wir beide jetzt noch nicht gesehen haben. Deshalb erlauben Sie uns, dass wir hier ganz kurz uns einen Überblick verschaffen. Ich würde gleich hier die zentrale Frage eigentlich auch gerne nehmen. Wer wird überhaupt sichtbar als demokratisches Subjekt? Ich finde die Frage, mir gefällt die deshalb gleich so gut, weil sie in ihrer Knappheit aber ganz viele andere Fragen aufwirft. Nämlich sie suggeriert ja sofort, dass es eben auch eine Unsichtbarkeit gibt. Und das hatten Sie eben auch angesprochen. Wer fühlt sich als Akteur des demokratischen Handelns, wer fühlt sich von dieser Demokratie auch repräsentiert und wer nicht? Das heißt ja nicht, dass wir sagen,
jeder, der sich nicht gehört fühlt, wird nicht gehört. Das ist das Pegida-Problem oder das AfD-Problem. Sehr viele Akteure, die die ganze Zeit viel zu viel gehört werden, reden die ganze Zeit darüber, dass sie nicht gehört werden. Das Problem gibt es immer, und zwar über alle Spektren hinweg. Dass wir sowas brauchen wie eine demokratische Kultur, die es möglich macht, bisher objektiv nicht gehörten Akteuren oder Subjekten diese Art von Einklagung des Gehört- oder Gesehenwerdens zuzubilligen oder sie sogar dazu zu befähigen, scheint mir klar. Deswegen brauchen wir sowas wie Antidiskriminierungsgesetze, weil die ja genau das erzeugen, ein Bewusstsein dafür, dass es strukturelle Gesetze geben kann, Mechanismen, die bisher verhindern, dass bestimmte Akteure, bestimmte Gruppen, bestimmte Identitäten irgendwie nicht hineinzählen. Und das kann man, glaube ich, philosophisch irgendwie, könnte man dramatisieren, aber das scheint mir was ganz Banales zu sein. Es gibt bestimmte Formen von Interessen, Bedürfnissen und Diskriminierungslagen, die sind unterhalb des Radars der bisherigen, sagen wir mal, öffentlichen Wahrnehmung. Und wir brauchen jetzt Instrumente, die Medien sind, glaube ich, das Hauptinstrument. Oder sowas, was mit einem heute unbeliebten Namen Identitätspolitik heißt. Das sind Verfahren, die genau das dramatisieren und einklagen können. Und auch dafür muss es eine Responsivität geben. Das heißt, es muss eine Übersetzung genau dieser Ansprüche in das sozusagen offizielle politische System geben. Und auch da würde ich ja sowas sagen wie, nichts davon ist jetzt ganz neu. Ungefähr sowas passiert in einer einigermaßen lebendigen demokratischen Öffentlichkeit, die auch mal hinhört auf Dinge, die nicht schon genauso klingen wie das, was alle schon sagen. Ungefähr sowas passiert in der Öffentlichkeit, die auch irgendwie sensitiv oder sensibel ist für Ansprüche, die noch nicht ganz der Form bisher gewährter Ansprüche genügen. Und das heißt, das scheinen mir eher Fragen zu sein dessen, was man vielleicht politische Kultur nennen kann, ohne die auch demokratische Institutionen nicht funktionieren können. Und wenn wir, glaube ich, heute manchmal auch an der Stelle skeptisch sind, heißt das, dass da gerade was aus der Balance gerät, was eine Zeit lang zumindest so einigermaßen gut funktioniert hat. Herr Saar, erlauben Sie mir, dass ich Sie darauf hinweise, vielleicht etwas stärker ins Mikro zu sprechen, weil ich verstehe Sie natürlich hier vorne hervorragend, aber ich habe gar keine Ahnung, wie es sich nach hinten überträgt. Deshalb ein kleiner Hinweis dazu. Ich würde sagen, wir haben jetzt im Prinzip zwei Felder noch auf unserem Board, die beide schon ein bisschen angesprochen wurden, und wir könnten auf das eine oder das andere Feld gehen. Es gibt noch ein paar Post-its zum Thema der Medien, der Rolle der Medien, und aber, das haben wir am Anfang auch schon rausgenommen, ist die Frage nach den wirtschaftlichen Dimensionen. Und also es gibt Gründe, das eine wie das andere jetzt sich anzuschauen. Deshalb würde ich Sie fragen, was Ihnen gerade im Moment naheliegender wäre. Das hängt ja zusammen. Also selbst wenn wir hier bleiben, ist die Cambridge Analytica-Frage ja im Raum, die weiter rechts ist. Weil wenn wir heute über Medien sprechen und die Problematik von Medien, und viele denken das ja hier im Raum, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, sofort als die Frage nicht der klassischen, sondern der sozialen Medien, sind wir ja auch im Raum der Frage nach der Rolle von ökonomischen Akteuren, die Mediencharakter oder Medienfunktionen haben. Und das war irgendwie schon immer so, ja, auch die Zeitungen waren vorher nicht, braucht man ja nichts idealisieren, irgendwie nur politische Akteure oder gar Akteure des Gemeinwohls, das ist absurd. Übrigens auch die Entstehung der privatrechtlichen Medienkonzerne spricht da eine ganz andere Sprache. Aber irgendwie scheinen wir bei den sozialen Medien, nicht zuletzt wegen der Marktmacht, auch da eine erhöhte Sensibilität für die Gefahren, die das haben könnte, jetzt gerade einzusehen. Und dann stellt sich hier die Frage, wie steht hier das Politische zum Ökonomischen, oder ist hier überhaupt zum Kapitalismus schon genug gesagt? Und ganz ehrlich gesagt, in dem Vortrag, nein. Da wird nur suggeriert, es könnte sein, dass das, was wir bisher unter Demokratie verstanden, nicht mehr funktionieren kann, wenn die Marktmacht oder Meinungsmachmacht
der ökonomischen Akteure so stark ist, dass es keine Zonen mehr gibt, die hier Kontrolle, Reflexion oder Kritik ermöglichen. Aber das ist natürlich sehr, sehr schwach. Also jetzt müsste man noch relativ viel über diese Art von Sphärentrennung sprechen, die dafür vorausgesetzt ist. Und die Formel öffentlich-rechtliche Medien oder eine Art von Gewaltenteilung ist hier ja auch nur, sagen wir mal, eine Geste. Aber da spielt jetzt die wirkliche theoretische und praktische Musik. Das heißt, was heißt es, wenn eine demokratische Gesellschaft sieht, dass sie über die ökonomische Macht eines Teils ihrer Mitglieder irgendwie auch die politischen Fähigkeiten und die politischen Dominanzen neu verteilt? Und dann muss man über Mechanismen nachdenken, die genau das begrenzen. Ist das schon Kapitalismuskritik? Ja. Es gab hier, weil der Kapitalismus wird das von alleine nicht tun, sondern der wird immer sagen, lasst uns die Dinge so weit marktförmig organisieren, bis sie selber an eine gewissermaßen ökonomische Grenze kommen. Und da ist auch was dran. Irgendwann funktioniert Facebook nicht mehr, wenn zu viele Leute das Gefühl haben, dass mit ihren Daten zu viel passiert, was sie selber nicht wollen. Aber man könnte ja sagen, da könnte man ein bisschen früher anfangen, auch diesen Missbrauch oder diese Ausbeutung oder Ausnutzung zu verhindern. Und ob wir dafür die Instrumente schon haben und ob unsere Gesetzgebungsprozesse das schon überhaupt schultern können, ist dann die realpolitisch, glaube ich, die absolut entscheidende Frage. Und zu der habe ich, sagen wir mal, aus einer theoretischen Perspektive fast nichts beizutragen, außer dass man ziemlich deutlich sagen kann, dass die Front, da wo das Ökonomische auf das Politische trifft, genau die ist, an der sich die Machtfrage entscheidet. Und da ist natürlich dann schon auch die Frage, wer ist politischer Akteur und wer ist sichtbarer Akteur, denn viele von ökonomischen Akteuren bewegen sich in einem politischen Raum sehr sicher, aber es ist ein unsichtbarer Raum, der für viele zumindest nicht beeinflussbar ist und man eigentlich da nur mit dem Ergebnis konfrontiert wird. Und alle weiteren Fragen bitte an Sophie Passmann. Wann ist das? In 3 Wochen? Wir sind mit der Zeit schon ziemlich weit fortgeschritten. Es gab hier links unten noch ein Post-it, wo eben auch Wohlstand und Demokratie miteinander in Verbindung gebracht wurden. Ich glaube, ganz links war das, aber du kannst auch umsortiert haben in der Zwischenzeit. Ja, es hatte so auf jeden Fall noch so ein bisschen eine Vorstellung, mit einem Wohlstandsversprechen wurde diese Republik gegründet und als demokratische Republik gegründet. Also da, an dieses Bejahen der demokratischen Grundordnung war auch dieses Wohlstandsversprechen gekoppelt. Und im Moment in dieser Krisenerfahrung ist eigentlich diese Angst vor einem Absturz ganz präsent für relativ viele Menschen. Also auch das würde natürlich nochmal die Frage nach der Wirtschaft auf einer anderen Seite spiegeln. Und da kommt auch rechts kam mal der Vorschlag, ob nicht das garantierte Grundeinkommen dem irgendwie eine Art von abfedernder Abhilfe schaffen kann. Und aber auch das ist ein Denkraum, den wir im März dann haben werden. Also da werden wir auf jeden Fall an dieser Stelle auch noch weiter sprechen. Und es gab in der Mitte jetzt noch ein Post-it, den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, da war das die Frage nach der Erziehung zur Demokratie und das finde ich ganz interessant, weil ich glaube in allen Denkräumen, die wir bis jetzt gemacht haben, kam irgendwann der Punkt, dass das Thema, über das wir sprechen, eine Bildungsfrage ist und im Moment würde ich diese Frage vielleicht auch ein bisschen verschärfen. Sie haben vorhin auch bei diesem Post-it, könnte Wahlpflicht eine Möglichkeit sein zur Förderung demokratischer Prozesse, gesagt, natürlich müssen wir über Beteiligung und veränderte Strukturen in Unternehmen auch nachdenken, aber wie bewege ich jemanden dazu, lustvoll Teil dieses demokratischen Handelns zu werden? Und auch da hätte ich jetzt das Gefühl, dass ein paar Leute hier im Raum das sogar besser wissen als ich. Die Lehrerinnen und Lehrer sind natürlich gemeint, die werden doch wahrscheinlich sagen, dass es dazu auf jeden Fall einer soliden Bildungsbasis bedarf, von der wir glauben, dass sie gelegt wird über die klassischen schulischen
Institution, auch die Universität, ich will mich da gar nicht ausnehmen, hat hier ihren Platz und ihre Funktion. Und ich glaube, alles, was ich dazu nur sagen würde, ist, das ist alles richtig, aber wahrscheinlich reicht es nicht. Wahrscheinlich müssen wir auch noch über so ein paar zusätzliche Foren, zusätzliche Orte von Bildung und politischem Wissen nachdenken. Was das genau heißt und in welcher Weise vielleicht sogar selbstorganisiertere Formen von Kommunikation und Austausch auch da beitragen, was das genau heißt, dass man auch in der Nutzung von Medien lernen kann, sich zu beteiligen, Meinungen zu bilden, Meinungen zu vertreten, Entscheidungen vorzubereiten. Da wird es, glaube ich, auch richtig interessant, weil es könnte sein, dass da eine bestimmte Art von Medienkompetenz mit einer bestimmten Art von politischem Wissen zusammenkommen muss. Und wenn ich meine Kolleginnen und Kollegen, die in der Schule sind, richtig verstehe, heißt das, daran wird auch zurzeit gearbeitet, weil jeder das sieht, dass es hier nicht nur darum geht, bestimmte Dinge über das politische System zu wissen, sondern auch die entsprechenden Entscheidungswege oder Beteiligungswege oder Meinungsbildungswege auf eine bestimmte, nämlich selbstbestimmte und kritische Weise zu nutzen. Aber da habe ich wirklich, also gegenüber, glaube ich, jedem, der in diesen Sektoren tätig ist, nichts Interessantes hinzuzufügen, außer dass genau das der Bedarf ist. Also wir brauchen, glaube ich, kompetente Bürgerinnen, die damit umgehen können, dass sie nicht nur über Wissen, sondern auch über sozusagen mediale Beteiligung Teil eines Kommunikationsraums sind, der am Ende zu Politik führt. Und gegenüber den Verführbarkeiten und Manipulierbarkeiten auch der real existierenden Medienakteure gewappnet zu sein. Und das scheint mir daraus zu folgen. Und ich würde nur immer wieder darauf hinweisen, dass da gibt es nicht den einen Gegner oder das eine Verhinderungspotenzial. Und auch die Wirtschaft ist ja nicht unbedingt der Gegner, sondern die machen zum Teil, Ferias Stiftung ist ein gutes Beispiel, die machen ja zum Teil mit im Erzeugen genau dieser Kompetenzen. Und auch wir sind ja jetzt nicht in einem Raum, auch wenn wir vielleicht vom Staat bezahlt sind, wir sind nicht frei von ökonomischen sozusagen Verwertungsketten oder Verwertungsimperativen. Aber hier geht es darum, relativ viele Leute in die Lage zu versetzen, nicht auf alles reinzufallen. Ganz einfach. Wir haben die Frage nach den Räumen, die Sie in Ihrem Vortrag gestellt haben, gar nicht so stark abgebildet gefunden auf unseren Post-its. Und also heißt das Teilen von Räumen auch ein Teilen mit der AfD? Oder wie haben wir das, wie verhält sich Begegnung im Kleinen zu den Problemen in größeren Räumen? Wie setzt man sich transnational an einen Tisch? Ich finde aber auch das, was Sie eben genannt haben, mit quasi einer Bildungsinstitution wie der Schule oder einer Universität oder auch einer Kultureinrichtung wie dem Theater, haben wir hier ja auch sehr traditionell geprägte Räume. Und die Frage, die sich daraus stellt, ist, ob wir vielleicht, um Demokratie zu stärken, auch andere Räume brauchen und vielleicht liebgewonnene Gewissheiten an manchen Stellen aufgeben müssen. Aber darauf ist die Antwort, ja bitte. Dann nehme ich das auch als Schlusswort und möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich möchte mich aber auch bei Ihnen, liebes Publikum, herzlich bedanken für diese überaus rege Beteiligung, die wir heute, weil sie wirklich so enorm war, nur sehr ausschnitthaft in unserem Gespräch abbilden konnten. Wir waren schlicht und ergreifend von dem Maß der demokratischen Beteiligung an diesem Format heute ein bisschen überfordert. Aber das würde ich als positives Zeichen nehmen und auch als Dank an Ihren Vortrag, Herr Saar. Ja, vielen herzlichen Dank. Ihnen.